Herzlich willkommen zum PT-Fachgespräch mit Dr. Sabine Kesting. In der Therapie bei onkologischen Patienten, da tauchen auch sehr viele Nebenwirkungen auf, Müdigkeit, die Patienten sind erschöpft. Sie sprechen sich für sportliche Aktivität sogar in der Kinderonkologie aus. Warum denn das? Genau, also man darf Sport da gar nicht überinterpretieren. Sport wirkt immer sehr anstrengend und intensiv. Das ist gar nicht immer der Fall. Deswegen rede ich häufig von Bewegung und Sport. Also es gibt auch ganz niederschwellige Intensitäten, die man da nutzen kann. Und ganz wichtig ist es, das Thema präsent zu halten während der ganzen Therapiephase. Es soll kein Tabuthema werden. Die Kinder sollen nicht nach der Therapie denken, oh Gott, ich habe ein Jahr keinen Sport gemacht. Deswegen versuchen wir das von Anfang an am Laufen zu halten. Ganz wichtig ist auch die Normalität. Sport und körperliche Aktivität sind ganz normal und sind Gewohnheit für Kinder und Jugendliche und sollen auch im Klinikalltag, der sehr fremdbestimmt ist, ein gewisses Maß an Normalität beinhalten. Und Sport kann dann eine ganz gute Brücke schlagen. Außerdem ist natürlich nicht zu vernachlässigen, dass Sport und Bewegung für die Fitness, für die Ablenkung, für den Spaß und die Bewegungsfreude wichtig sind. Das sind ja auch Erfahrungswerte, die Sie gesammelt haben, aber Sie haben auch eine Evidenz dazu. Genau, wir sind in der Kinderonkologie noch deutlich hinter der internistischen Onkologie leider, weil wir mit Studienlimitationen noch zu kämpfen haben. Aber man hat schon gewisse Effekte herausfinden können dieser Interventionen, ist da aber noch relativ weit von der internistischen Onkologie eben entfernt. Und wir wissen aber schon ganz sicher, dass es machbar ist und risikoarm durchführbar ist, auch während der Akutphase bereits. Und hoffen, dass das in Zukunft auch deutlich mehr unterstützt wird. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen.